Wir sind heute hier in der Halle 22 der Deutschen Sporthochschule und wollen heute mal der Frage auf den Grund gehen, ob es wirklich stimmt, dass nur Spitzensportler unseren Eignungstest schaffen. Ich glaube, das kann jeder schaffen. Also das ist der größte Schmarrn. Nein, das stimmt nicht. Also ich finde, das ist einfach ein totaler Irrglaube. Also ich glaube, dass wirklich jeder den Eignungstest schaffen kann, wenn man sich darauf vorbereitet. Aber wenn man da trainiert, kann jeder das schaffen. Wenn man sich gut vorbereitet, Spaß hat. Und es ernst nimmt. Ich habe mich dann halt reingesetzt und wenn man es dann übt mit der Zeit, man merkt auf jeden Fall, wie schnell man sich verbessern kann. Manche können es halt relativ schnell. Bei manchen hilft halt nur Training. Und sich auch auf neue Dinge einlassen, ein bisschen trainieren und dann kann das klappen. Wenn man sich gut vorbereitet und Spaß an der Sache hat, dann schafft man es auf jeden Fall. Ja, hat Spaß gemacht, war ein toller Tag, waren viele tolle Erfahrungen. War dann im Endeffekt gar nicht so wild, wie ich mir vorgestellt habe. Und hier wirst du halt auch top motiviert von den ganzen Leuten, die dann dabei sind. Bin auch beim Übetag gewesen, habe da den kompletten Einblick bekommen, was ich überhaupt machen muss. Selbst wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist, einfach den Übetag nutzen, dafür ist er da. Wir sind gerne alle da, um zu helfen, damit das Ganze gut läuft.